Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sniro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzrouten ausbeutet. Dadiani Tuamaral. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst. Selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Jetzt wird gegessen. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Star Wars Outlaws. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, hm? Schon gut, jetzt gibt's erstmal Futter. Okay, let's go. Also so schlecht sieht die Grafik gar nicht aus, wie online immer gesagt wurde. Aber ich denke, ich muss noch ein paar kleinere Einstellungen vornehmen bezüglich des Tons. Das ist aus. Heimkino, Fernseher, dann Musiklautstärke, machen wir mal ein bisschen weniger, Effektlautstärke machen wir auch mal ein bisschen weniger, Trefferlautstärke auch, Dialoglautstärke bleibt so laut, Filmsequenzlautstärke bleibt so laut. Genau. Ich hoffe, man kann mich dann relativ gut hören. Ich musste das hier leider mit Headset aufnehmen, weil ich mitten im Umzug stecke und mein Studiomikrofon gerade nicht verfügbar ist. Ja. Ich habe mich riesig auf diesen Titel gefreut und ich bin mal gespannt, wohin die Reise hier gehen wird. Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Ach, wir brauchen richtiges Essen. Bin ich auf ein Schiff oder bin... Nee, das ist kein Schiff, oder?
Nee, das ist irgendeine Unterkunft. Ich versuche immer so halbe Stunde Aufnahme zu nehmen, aber ich kann es nicht immer garantieren. Also ich nehme mir das immer wieder vor, aber naja, wer meine Let's Plays mal verfolgt hat, die wenigen, die ich gemacht habe, manchmal ist es wirklich eine Stunde geworden. Also habt etwas Geduld. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir was gleich bei der Rennstrecke. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne die nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Okay, in der Zwischensequenz hatten die Augen ein bisschen geflackert. Kleines Grafikfehlerchen, aber... Naja, wir wollen jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Was wir halt erfahren haben, ist, dass dies nach den Ereignissen von der Zerstörung des ersten Todessterns passiert? Oder des zweiten? Also, die haben gerade erwähnt, Todesstern wurde zerstört. Bin ich mal gespannt. Ist das nicht etwas zu viel Bunter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnorr dich irgendwo anders durch. Nix. Gefällt dir das hier? Bin mal gespannt, wie das hier mit Copyright aussieht. Also, ich habe Musik ja schon als selten eingestuft, aber man weiß ja nie. Kantobyte, okay. Der Planet aus Episode 8. Mit einem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, Nix. Wir gehen zu Preban. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Ist schon cool gemacht. Aber ich bin halt auch ein riesen Star Wars Fan, ne? Also. Was haben wir da? Was zum Klauen? Okay.
schön, schön, schön. Ich muss dir was geben. Okay, dann gib mir was. Was ist das? Die Rechnung für die 3 Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Okay, ein kleiner Dieb, unser Haustier. Okay, okay. Viel los heute. Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Die Polizei? Okay. Wer will denn jetzt schon wieder mit mir reden, ey? Warum bin ich immer so beliebt? Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Klar, die hast du immer, Kay. Na, was haben wir hier? Ich schätze mal, das war die Polizei. Ah, sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Die sechste Sippe war so wichtig, euch Arbeit zu geben. Ach, es geht noch weiter, okay. Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deinen. Aber diesmal keine ID-Karten, ja? Das letzte Mal haben wir ein paar Nashadar-Dokumente gefunden. Ich musste eine Akte anlegen. Halte dich einfach an die Abmachung. Keine Razzia im Südviertel, bis das geklärt ist. Interessant. Das Preban. Also so wie ich das verstanden habe, soll es hier auch ein Rufsystem geben. Also je nachdem, wie sehr man klaut und so weiter, kann man seinen Ruf schädigen. Finde ich interessant auf jeden Fall. Reban. Nopatake. Chichi noga betisa tukamna. Una six king pint ut jidwana uba japago ja massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada dis. Sung pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an uba tinka sakutu utwata. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, kutuba numa jeje kupa. Basabata jope uba vipta jakrita. Okay. Besorgte Kredits. Ich habe nachts heimlich die Rennvorbereitungen beobachtet. Dass du es an der Sippe vorbei aus dem Viertel geschafft hast. Die behaupten, dass sie uns beschützen, aber wer beschützt uns vor denen? Ich schätze mal, ich muss einen Auftrag annehmen, oder? Genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Denen ist egal, woher das Zeug stammt. Kredits sind Kredits. Da hat sie nicht ganz unrecht.
Santor war nicht immer so. In die Tasche, Nix. Auf dich ist Verlass, Nix. Interessant. Ständig auf Streife. Mal eben einen Bullen beklaut. Oh, ich kann Nix streicheln. Du bist einfach der Süßeste. Aber trotzdem, ich kann ja nicht jeden hier bestehlen. Also, wo kriege ich so viele Credits her? Kann ich vielleicht irgendwo wetten oder so? Lassen Sie mich wissen. Verkaufen. Ich habe doch schon Sachen verkauft. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. So, dann haben wir jetzt schon mal 70. Hey, hol's dir. Sehr gut, mein Freund. Ist wie Robin Hood, immer schön von den Reichen nehmen. Na, ah, man kann auch über Geländer klettern, das ist gut. Okay, dich habe ich schon beklaut. Ah, Mann. Ich hätte gedacht, ich würde jetzt schon mal so einen kleinen Auftrag kriegen. Treten Sie ein! Nix, da! Guter Junge! Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Klar, 5 Credits fehlen noch, Mann. Man muss halt auch dazu sagen, ich spiele immer auf einem der leichtesten Schwierigkeitsgrade, weil ich Spaß am Spiel haben möchte und es nicht in Anstrengung ausarten soll, weil dafür spiele ich dann halt FIFA. Also oh, wie süß. Ist das der Tesserakt? Polizeidrohne oder was? Wahrscheinlich dauert das hier länger als es sollte und es gibt einen leichten Kniff wieder. Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club 2 völlig intakte Konverter gefunden. Du
viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Okay, ich habe nicht überall einen guten Ruf. Anscheinend bezahle ich nie. Vielleicht bin ich so eine weibliche Ellen Harper. Energiezelle. Ohne einen Datenstift breche ich nirgendwo ein. Ja, ist ja gut. Also los, auf zu Prebern. Hey, willst du gekrault werden, Nix? Keine Zeit. Ich hab die Kredits. Warte. Chubakawa biasa jebe chutpase bata. Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Naja, reich. Okay, das hat jetzt schon 23 Minuten gedauert. Krass. Ich hätte auch erst überlegt, ob ich die Folgen schneiden soll, aber ganz ehrlich, ich finde, das sorgt dafür, dass so ein bisschen das Gefühl entfremdet wird von diesem Spiel. Außerdem bin ich nicht so der Beste im Schneiden. So ist es unverfälscht auf jeden Fall. Hier scheinen wir durchzupassen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Höre auf das rhythmische Muster und drücke dem jeweiligen Synchron zum Beat. Okay. Zum Beat, okay. Haha. Clever eigentlich. Ah, Mann. Zu spät. Aber wie oft muss ich denn zum Beat drücken? Hey, ich check sie irgendwie nicht. Nochmal Hilfe. Höre auf das rhythmische. Ja, dann geht das rum. Boah, ich bin so dumm.
Sowas würde ich normalerweise dann rausschneiden, aber keine Ahnung. Ihr könnt euch über meine Trotteligkeit amüsieren. Okay. Festhalten, Nix. Es geht aufwärts. Wie praktisch. Das stand doch, ich soll mich auf den Vorsprung fallen lassen. Was ich dir beigebracht habe. Drück mal auf den Knopf, da nix. Danke. Gut gemacht, Nix. Schöne Toilette. Jetzt wissen wir auch, dass die Leute bei Star Wars auf Toilette gehen müssen. Da wären wir. Aus dem Büro. Heute im Casino. Eines ihrer Fatiere tritt beim Rennen an. Warst du im Casino? Nein. Und du? Nein. Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Gibt's hier irgendwas zu klauen? Der Boss hat anscheinend Probleme mit Kryopäden in seinem Büro. Ja, die kommen durch die Luftschächte rein. Ich wollte sie vertreiben, habe aber meine Schlüsselkarte verloren. Ich helfe dir beim Suchen. Nach der nächsten Runde. Deshalb arbeite ich so gern mit dir. Interessant, was man so hört. Die nächste Lieferung kommt bei Sonnenaufgang. Lass sie in der Wüste landen und hierher marschieren. Kein Wasser. Die Auktion beginnt, sobald sie hier sind. Okay, das hat jetzt mehr so rein gar nichts gebracht. Ich sehe schon, die erste Folge wird wieder länger als 30 Minuten. Wer hätte es gedacht? Bestimmt hinter der Bühne. Hey, also ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht warum? Auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt.
Hör mal, weißt du gar nicht, wer ich bin? Der Boss will mich sehen. Der Boss ist beim Rennen. Verschwinde, bevor ich aufhöre, dich lustig zu finden. Ach, irgendwie muss man doch an dem vorbeikommen. Hab halt nicht genug Credits, ne? Hey, euer Türsteher ist ein Slemo. Vrell? Ja, der interessiert sich nur für zwei Sachen. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen T85 gekauft. Lass mich raten. Er redet über nichts anderes. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Willst du was? Nee, ich glaube, ich hab alles. Danke. Okay, der redet über sein T85, ja. Oder ich finde 200 Credits. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Joben. Den habe ich gerade erst aufgemotzt. Okay, der cleverste ist er nicht. Ein Eingang für Batman. Scheiße. Nimm die Waffe auf, nimm die Waffe auf. Warum nimmt sie denn die Waffe nicht? Gut, knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Haha, sieh mal einer an. Da sind sie. Ach, komm, Preban. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Es ist Kay Bass. Dank Farik. Das ist ganz gut. Ein bisschen Action. Inventar voll. Alles gut. Nichts wie weg hier. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Drei Leute getötet. Das sieht hier sehr nach Möglichkeiten aus, sich in Deckung zu bringen, aber okay. Ja, geh weiter hoch. Ja.
wie wir es geübt haben. Das hat nicht so funktioniert. Nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Oh, meine Glückssträhne hält an. Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nie damit gerechnet, erwischt zu werden. Kannst du den Lüftungsschacht öffnen? Tja, damit sollte man aber rechnen. Man sollte immer einen Plan B haben. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig fliehe oder nicht, aber... Tina, das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Nichts gebrochen, hoffe ich. Hä? Geht doch. Okay, da geht's durch. Dachte ich. Aber anscheinend doch nicht. Doch. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Hm. Ist der Vater von ihr oder was? Home, sweet home. Sicherungspunkt erreicht. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Oh. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns. Du sagst nichts. Und tust nichts. Um was wollen wir wetten, dass er sterben wird? Also ist so ein typisches Ubisoft-Ding, oder? Nein, nein, nein! Komm schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, ich glaube, sie ist hier draußen. Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen! Bram,
Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Oh. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Triff dich mit der Crew. Mal gucken, was sagt die Glock? Ja, 42 Minuten. Ich denke, das sollte es dann auch erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Keine Ahnung, vielleicht sehen es 3 Leute oder so. Aber für euch habe ich das gerne gemacht. Ich versuche täglich ein Video hochzuladen. Aber da ich im Umzugsstress bin und nächste Woche nach Berlin fahre, wird schwierig. Aber ich versuche es. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und bis bald.